Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der IDA-Sprechstunde mit Themen rund um Gesundheit, Medizin, Wissenschaft mit dem Mediziner Dr. Gunter Frank. Ja, und dem Wissenschaftler Kai Klapproth. Kai, wie immer eine Freude. Wir diskutieren wie immer pragmatisch, wissenschaftlich, nachprüfbar und wir gönnen uns eine freie Meinung, auch heute wieder. Wird ja auch immer wichtiger. Allerdings hat die freie Meinung ein bisschen, also sagen wir so, die Wirklichkeit kommt allmählich in den Mainstream rein. Ja, es hat sich ja in den letzten Wochen einiges getan. Also das Ja. Thema RKI-Files, das wirbelt ja doch erheblich Staub auch auf. Auch in den Mainstream-Medien kommt man nicht drum rum, doch festzustellen, dass hier nicht alles so nach den wissenschaftlichen Standards gelaufen ist, wie uns immer erklärt worden war. Beziehungsweise ist klar das Gegenteil davon. An der Stelle auch nochmal wirklich eine Feststellung. Also wir haben ja die letzten 4 Jahre erlebt, dass alle Regeln der Logik, der Vernunft, der Aufklärung mit Füßen getreten worden sind, dass der Rechtsstaat offensichtlich in keiner Weise so funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen in einer freien Gesellschaft, dass absolute Dilettanten, ja, unsere Geschicke gelenkt haben, offensichtliche Dilettanten, und dass wir dagegen protestiert haben und dass wir das Gefühl gehabt haben, wie meine Großmutter sagen würde, wie man fetzt ein Horn, einen Ochsen ans Horn, ja, also gar nichts. Aber der Rechtsstaat zuckt, ja, und das ist das Verdienst wirklich von Einzelnen dieser, die in der Opposition gegangen sind, die dagegen angekämpft haben. In dem Fall muss ich wirklich mal Paul Schreier nennen von dem Magazin Multipolar, der es geschafft hat, mit Kosten, die sich so um 15.000 Euro bewegen, Anwaltskosten, jetzt dieses System RKI, Gesundheitsministerium, Politik ins Wanken zu bringen. Und 15.000 Euro ist für die Regierungsseite, für die Seite der Mächtigen. Das geben Das die ist einmal für, Friseur für Frau Baerbock, oder? ja, So ungefähr. so in etwa, genau. Also es ist für die, da denken die gar nicht drüber nach, 15.000 Euro. 15.000 Euro ist für jemand wie dich, mich und sicherlich auch für Herrn Schreier ein Haufen Geld. Ein wirklich viel Geld, wo man sich auch überlegt, kann ich mir das leisten? Und Herr Schreier hat das gemacht und hat das jetzt bewegt. Und das sind für mich wirklich Helden, weil die wirklich, das ist David gegen Goliath. Ja, aber mit der Präzisionsschleuder, ja? Nicht mit dem Granatenwerfer oder Stalinorgel oder irgendwelchen, was weiß ich, Bomberflotten, sondern mit so einem kleinen Stein genau an der richtigen Stelle jetzt das System so ins Wanken zu bringen. Nämlich rauszuklagen, die Protokolle des RKIs, wie es denn damals zu den Einschätzungen der epidemischen Lage nationaler Tragweite, ja, also der schrecklichen, schrecklichen Pandemie, wie das eigentlich eingeschätzt wurde. Und herauskommt, dass es gar nicht eingeschätzt wurde, es wurde politisch angeordnet. Offensichtlich hat das RKI, weil im RKI arbeiten ja gute Leute, so ist das ja nicht, die machen ja teilweise gute Die Arbeit. machen auch Forschung, Ja, ja. und die Sentinel-Praxen bei Grippedetektionen und so weiter, das sind schon gute Sachen. Und dann muss das RKI, die Leute vom RKI im Krisenstab müssen gesagt haben, hallo, es ist nicht so schlimm, dass man das alles machen müsste. Aber ganz offensichtlich gab es einen politischen Befehl. Der Name desjenigen ist ja geschwärzt, also auch dem hat massiv geschwärzt, was ja eigentlich auch völlig gegen das Recht ist. Auch das wird freigeklagt werden müssen, auch da müssen wieder Geldmittel eingesetzt werden. Aber es wird auch passieren, weil eben solche Leute wie Herr Schreier einfach seit 4 Jahren aktiv sind, wie viele andere eben auch. Und das ist auch das Positive für mich an dieser Zeit, wie viele tolle Leute es einfach gibt in diesem Land. Kompetent, hartnäckig, einfach klar, rechtsstaatlich. Und das ist für mich wirklich die Erfahrung der letzten 4 Jahre. Dieses Land hat so viele tolle Leute. Kompetent, unbeirrbar, lassen sich keine Angst machen. Bestehen auf die demokratischen Regeln, die dieses Land hat, auf die Rechtsregeln, und sie werden sich langfristig durchsetzen und das macht wirklich Hoffnung. Und zurück zu den Files. Ja, der Name ist ja geschwärzt, der das politisch angeordnet hat. Kann man jetzt spekulieren, es war ja auch so ein Militär. Holthus hieß er, glaube ich, General. Ach ja, das kann sein, ja. Ja, der arbeitet ja im Bundesgesundheitsministerium.
Und war ja wohl Leiter dieses Krisenstabs. Kann also gut sein, dass der das war, wo er dann wieder seinen Oberbefehl her hatte, würde ich auch gerne wissen. Gut, es gibt ja Gerüchte, dass es, das wird ja auch gesagt, es ist ein interner Mitarbeiter gewesen, ein Wissenschaftler, möglicherweise der aktuelle Chef des RKI. Aber das ist auch gar nicht so, ich finde das gar nicht so. Ja, aber da hätte er keine Befehlsgewalt. Es wurde ja dem RKI befohlen, eine Hochstufung der Sicherheitslage von mäßig auf hoch öffentlich zu propagieren, obwohl es ja gar nicht so war. Ja, ja. Wir wissen ja, Krankenhäuser standen leer und so weiter. Und das war eine politische Anordnung von oben. Und Wieler hat ja auch im Brandenburger Untersuchungsausschuss ja auch gesagt, dass das RKI unter militärischem Oberbefehl stand. Das muss man überlegen. Ja, ja. Und übrigens ist der der Gesundheitsnotstand ist eine Methode aus dem Militär. Und die Bevölkerung eben zu kontrollieren. Also hochspannend. Und dann muss man natürlich nochmal gucken, wer gab den Befehl zum Befehl. Mhm. War das überhaupt noch auf nationaler Ebene? Würde mich interessieren. Jedenfalls sind diese RKI-Files sehr, sehr aussagekräftig und zeigen, dass die staatlichen Behörden alles getan haben, auch um Dinge falsch in der Öffentlichkeit darzustellen. Ja, natürlich. Was jetzt die Gegenseite behauptet, was wir hier sehen, ist ja Wissenschaft bei der Arbeit, ist Diskussionsprozess. Ja, man hätte dazugelernt im Laufe der Pandemie. Also was am Anfang gesagt wurde, ist nicht das, was man dann ein paar Monate später wusste. Es wird jetzt behauptet, die RKI-Files wären kein Skandal, weil man einfach nur erkennt, wie das Robert-Koch-Institut, wie die Wissenschaftler, die Fachleute im Robert-Koch-Institut mit einer sich entwickelnden Bedrohungslage umgegangen sind. Wenn man sich diese Files anschaut, die sind ja, wie gesagt, geschwärzt zum großen Teil, dann wird aber schon ganz klar, hier ist keine Wissenschaft, das ist keine wissenschaftliche Einschätzung, die hier zu Entscheidungen geführt hat, sondern es sind Entscheidungen, die letztlich zu wissenschaftlichen Einschätzungen geführt haben. Also es ging genau andersrum. Es war nicht die Wissenschaft, die hier quasi eine Vorgabe gemacht hat, auf welcher Grundlage man Entscheidungen treffen muss, sondern es kam ganz offensichtlich von einer anderen Seite. Wenn es die wissenschaftlichen Einschätzungen gewesen wären, dann wären die aus dem RKI-Protokoll ganz eindeutig herauslesbar. Und im Februar 2020 stand die Infektionssterblichkeit der neuen Covid-Infektion fest. Mhm. Ja, die hat Ionitis ermittelt und die war die einer Grippe. Ja. Und das ist die entscheidende Größe, um eine Schwere einer Epidemie einzuschätzen. Das heißt, es gab nie ansatzweise Grund, eine nationale Notlage auszurufen, die ja quasi Grundlage von allem war. Von allem. Vom Lockdown, von der Impfzulassung. Ohne diese nationale Tragweite hätten die niemals dieses Corona-Regime durchziehen können. Deswegen war das elementar, dass das RKI als zuständige Behörde diesen Notstand propagiert, damit alles andere darauf aufbauen könnte. Das heißt, deswegen war das so wichtig und das hat man ganz offensichtlich eben nicht der seriösen Wissenschaft überlassen, diese Einschätzung vorzunehmen, sondern man hat der Wissenschaft befohlen, zu liefern. Und sie hat geliefert. Also das, was du sagst, dass die jetzt kommen und sagen, das war ein Erkenntnisprozess, das ist totaler... Natürlich, Bullshit. Ja, ja. Es war totaler Bullshit, weil es war von vornherein klar, dass diese Corona-Infektion bei weitem eben nicht so schlimm ist. Mhm. Insofern, das sind billige Versuche, da irgendwas zu rechtfertigen. Nein, sie haben sich die Wissenschaft von der Leopoldina bis zum RKI, sie haben sich instrumentalisieren lassen, um eine politische Vorgabe durchzudrücken, hinter der, und das ist das Thema auch dieses Buchs, ja ein Riesennetzwerk stand, die einen quasi Ladenhüter der Biowaffenforschung vermarkten wollen. Das ist der Hintergrund. Ja, und die Entscheidungen des RKI waren ja auch Grundlage für nicht nur für politische Entscheidungen, sondern auch letztlich für unzählige juristische Entscheidungen. Ja, also wie viele Richter haben in Deutschland auch nur aufgrund der Risikoeinschätzungen vom RKI bestimmte Gerichtsurteile erlassen zu Ungunsten von Menschen, die Maßnahmen kritisiert haben oder sich nicht dran gehalten haben oder die sich nicht haben impfen wollten. Das war immer das letzt ausschlaggebende Argument bei solchen Gerichtsprozessen, war die Einschätzung des RKIs. Wenn man jetzt sieht, dass diese Einschätzung nicht auf wissenschaftlich basierten Fakten beruht hat, sondern auf politischen Einschätzungen, dann brechen eigentlich diese ganzen Urteile, die Basis für diese ganzen Urteile, die wir die letzten 4 Jahre hatten und ja heute auch immer noch haben, müssten eigentlich komplett neu aufgerollt werden. Selbstverständlich. Es wurde mir so ein bisschen vorgeworfen, dass das Buch sei alles ganz fantastisch und toll, ein Stück Zeitgeschichte und nach wie vor, es wird auch die nächsten 5 oder 10 Jahre absolut aktuell bleiben.
Aber mir wurde so ein bisschen vorgeworfen mit diesem reißerischen Titel, das Staatsverbrechen, das würde doch abschrecken und man müsse doch nicht gleich vom Verbrechen sprechen und die Leute würden vielleicht dann erstmal so ein bisschen zurückzucken und würden nicht zugeben wollen, dass Fehler passiert sind. Es freut mich, dass immer mehr einsehen, dass wir das die ganze Corona-Zeit unter der großen Überschrift Verbrechen diskutieren müssen. Zum Beispiel der unglaublich geschätzte Kollege Lothar Grimmel auf Tichys Einblick hat einen tollen Artikel drüber geschrieben und erfordert strafrechtliche Konsequenzen, weil eben die Politik, zum Beispiel eben auch die Justiz, getäuscht habe. Das freut mich sehr, dass jetzt andere genauso fordern, dass es strafrechtliche Konsequenzen geben muss. Und es geht auch gar nicht anders, wie ich im Buch ja auch schreibe. Sonst ist die Krise nie vorbei, wenn sie einfach weitermachen. Allerdings haben wir ja zumindest theoretisch in Deutschland die Gewaltenteilung. Das bedeutet, Parlament, Regierung und Justiz sind unabhängig voneinander. Parlament und Regierung, vergessen wir es. Das war ja nur ein Trauerspiel gewesen, gerade in der Corona-Zeit. Das Parlament ist quasi das Hündchen der Regierung, was dann irgendwann im Schwanz wedeln darf oder auch nicht. Aber Justiz. Die Justiz hätte uns retten können. Die Justiz hat die Aufgabe, und das ist das Grundgesetz. Das Grundgesetz schützt uns vor den Mächtigen. Das ist die ureigenste Funktion des Grundgesetzes. Und da hat die Justiz komplett versagt, weil die Justiz kann sich eben nicht rausreden, sie ist von der Politik falsch informiert worden, sie hat sich aufs RKI verlassen. Nein, sie hat den Auftrag, es selbst zu prüfen, sonst wäre es keine Gewaltenteilung. Ja, und das hat sie eben nicht gemacht. Sie hat einen Grundsatz, den man ja, glaube ich, als im ersten Semester im Jurastudium lernt, mit Füßen getreten, nämlich die andere Seite zu hören. Sie hat die Leute mit Riesenreputation, ja, Great Barrington Decoration, Andrea Sönigsen, sie hat diese Leute ausgegrenzt, sie haben die Ausgrenzung der Politik mitgemacht, sie haben sie nicht geladen als Zeugen, als Gutachter, sondern sie haben einfach das Politische exekutiert. Und wenn man sich die Lebensläufe der Richter anschaut, auch im Bundesverfassungsgericht, wundert das einem ja nicht, aber das ist auch mir völlig wurscht. Die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts wäre es gewesen, es selbst zu prüfen. Man kann vielleicht noch rechtfertigen zu sagen am Anfang, naja, es war alles so unklar gewesen, wir geben der Regierung mal etwas Vorlauf, einfach mal zu machen. Vielleicht ist es ja wirklich so gefährlich. Ein Verfassungsrichter ist ja kein Epidemiologe. Aber sie hätten zwingend, und zwar da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, sondern sie hätten zwingend sagen müssen, in 2-3 Monaten prüfen wir aber den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der über dem Grundgesetz schwebt. Ohne Verhältnismäßigkeitsprüfung ist das Grundgesetz ein Papiertiger. Ja, da kann jeder hergelaufene Minister kommen und kann sagen, Notfall, Notlage, wir setzen das Grundgesetz außer Kraft. Und das haben sie nicht gemacht. Sie haben dagegen gesagt, und dieser Satz wird Herrn Habert, unserem Heidelberger Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, ein Makel in seinem politischen Leben bleiben. Dieser Satz ist eine Schande. Er hat gesagt, die Grundrechte gelten in der Corona-Krise weiter, sie gelten nur anders. Aha. Und das ist, um es klar zu sagen, Herr Habert, das ist ein Verrat am Grundgesetz. Das ist ein Verrat an den Grundfesten dieses Landes. Sie haben das Grundgesetz beschädigt, sie haben es außer Kraft gesetzt. Sie haben die Bürger, den Mächtigen, ja quasi ins offene Messer laufen lassen. Und das ist eine Schande. Ich sage es Ihnen direkt hier in die Kamera rein. So, jetzt habe ich das mal losgeworden. Interessant ist ja, dass es ja weitergeht. Mhm. Ja, die Behörden, die nächste Stufe war ja dann die Impfzulassung und das Verschweigen der Probleme, die die Impfung ja dann vorhersehbar dann auch verursacht hat. In den USA gab es das sogenannte Notfallsystem. Da müssen also das Pendant in etwa zum RKI, die CDC, Center for Disease Control, müssen ja die eingehenden Impfnebenwirkungen vergleichen mit der Menge der sonstigen Impfungen. Wenn der Faktor 3,5 überschritten worden ist, dann ist das, wie heißt das, Proportional Ratio System, irgendwas, PPR, glaube ich, heißt das. Dann müssen Alarm geschlagen werden.
Und Sie haben das erst ein Jahr nach der Impfkampagne überhaupt sich mal bequemt, dieses Frühwarnsystem mal zu berechnen. Und es musste freigeklagt werden, auch in der Freedom Act of Information, auch wieder der Rechtsstaat zuckt. Ja. Und dann mussten sie es offenlegen und bei 770 Symptomen, ja, also von Kopfschmerzen bis Krebs bis sonst was, ist dieses Frühwarnsystem angeschlagen bei der Corona-Impfung. Ja, haben es aber dann nur so zaghaft veröffentlicht und die Öffentlichkeit und keine großen, die Medien haben es eben auch nicht aufgegriffen, weil sie eben mit dabei sind in diesem ganzen Streiben. Und jetzt, ganz aktuell, hat ein Richter auch einen Kläger Recht gegeben. Und jetzt musste eben das CDC die Daten freigeben, und zwar des sogenannten WeSafe-Systems. Das ist ein SMS-System, wo also quasi die Geimpften per SMS quasi mitteilen, ob es Probleme gab. Sie werden dann auch so abgefragt. Und was kam raus? Nach der Impfung, also von in der ersten Phase, von 8 Millionen haben 780.000 Probleme gemeldet. Und zwar auch oft gleichlautende, eben Herzbeschwerden und Lähmungen und dergleichen. Und es ist jetzt erst haben sie es zugegeben, nachdem der Richter sie gezwungen hat, es offenzulegen. Ich meine, was sind denn das für Behörden? Hm. Ja, dass die schützen quasi die Fehlentscheidungen, die meistens auf wirklich purem Profitstreben auch und Machtstreben liegen. Sie schützen diese Fehlentscheidung der Regierung vor der Bevölkerung. Und ich denke, dass da viel noch passieren wird. Übrigens, das Ähnliche ist ja auch beim Paul-Ehrlich-Institut. Da haben sie ja auch ein mit einer App irgendwas gehabt. Ja, die SafeVac 2.0 App gab es da. Paul-Ehrlich-Institut war damals ganz stolz, hat das angekündigt. Es gibt jetzt eine App, da konnte man sich anmelden. Und gerade unter der besonderen Herausforderung, dass man plötzlich sehr viele Menschen auf einmal impfen wird, ja, wollte man ein zusätzliches Sicherheitssystem einbauen. Da konnte man sich registrieren und sollte dann überwacht werden von diesem SafeVac. Also man wurde zu bestimmten Zeiten gefragt, bis zu einem Jahr nach der Impfung, nach Symptomen, nach möglichen Nebenwirkungssymptomen. Und dann musste man das angeben. Das System war ruckzuck überlastet. Also es gab die ersten, das im damals noch erschienenen Paul-Ehrlich-Institut-Sicherheitsbericht gab es noch erste Zahlen vom SafeVac-System, und die waren überraschend. Ja, die waren nämlich extrem alarmierend. Da hat sich gezeigt, dass die Nebenwirkungsraten, die man mit diesem SafeVac-System ermittelt, deutlich höher waren als das, was die normale Datenbank des Paul-Ehrlich-Instituts hergegeben hat. Das zeigt, in dem Moment, wo nicht mehr der Arzt zwischengeschaltet war und eine Nebenwirkungsmeldung abgeben musste, die ihn nichts gebracht hat, aber Zeit gekostet hat, in dem Moment, wo die Patienten oder die Geimpften selber tätig wurden und selber gemeldet haben, wie es ihnen ging, waren die Nebenwirkungsraten plötzlich exorbitant höher, fast 10-mal höher. Interessant war dann aber, dass die SafeVac-Berichte, ja, die wurden nicht mehr veröffentlicht. Die haben ganz schnell aufgehört, über SafeVac zu berichten. Es gab dann einige Zeit später, ich glaube ein Jahr später war das ungefähr, es war letztes Jahr im Sommer, meine ich, eine interessante Anfrage der AfD natürlich wieder, der AfD im Bundestag. Da wurde mal nachgefragt, was denn eigentlich jetzt mit diesen Daten ist. Wie diese Diskrepanzen eigentlich erklärbar sind, die zutage gekommen sind. Da kamen nichtssagende Antworten und dann die Ankündigung, ja, man werde die SafeVac 2.0 App-Daten dann Ende 2023 auswerten und dann veröffentlichen. Bisher ist nichts passiert. Ja. Ja? Es passiert weiter nichts. Also ein System, was eigentlich diese zusätzliche Kontrolle bringen sollte und extra für diese besondere Situation ins Leben gerufen wurde, da wird jetzt von der Politik und vom Bundesgesundheitsministerium erklärt, es wäre nicht geeignet, tatsächlich solche Nebenwirkungen zu erfassen, weil es so viele Menschen geimpft worden wären, wo ich mich dann frage, was war der ursprüngliche Ansatz, die SafeVac? Das war genau das, was man uns erzählt hat, was sie bringt, soll sie jetzt im Nachhinein nicht gebracht haben, und deshalb hält man die Sicherheitsdaten unter Verschluss. Das stinkt natürlich zum Himmel. Das stinkt zum Himmel, es war nämlich unsafe gewesen. Ja, natürlich. Und das Interessante ist ja, dass in der Befragung des Untersuchungsausschusses in Brandenburg war ja die zuständige Mitarbeiterin des Paul-Ehrlich-Instituts hier anwesend, Frau Keller-Stanislawski. Und die sagt da so einfach mal so mir nichts, dir nichts. Bei SafeVac war es so gewesen, da kamen so viele Anfragen,
so viele Berichte von Nebenwirkungen, auch Todesfällen. Mhm. Man hätte dann Mitarbeiter von anderen Abteilungen abziehen müssen, damit die überhaupt alle erfasst werden können. Mhm. Hallo? Mhm. Wieso heißt das Ding SafeVac? SafeVac heißt es eigentlich nur so, dass man, wenn man Probleme mit der Sicherheit feststellen kann, dass man dann warnen muss. Mhm. Aber offensichtlich nicht das Paul-Ehrlich-Institut. Auch hier wieder jemand, der sehr, sehr engagiert hier den Behörden so richtig auf den Zahn fühlt und auch die Dinge zutage treten lässt, muss ich auch mal hier nennen, ist Tom Lausen. Mhm. Ja, Tom Lausen hat jetzt 4 Anfragen ans Paul-Ehrlich-Institut gestellt, unter anderem auch wegen SafeVac. Und irgendwann werden sie es beantworten müssen. Mhm. Und dann wird auch rauskommen, wie beim RKI, wie bei der CDC, dass die einfach mauern und damit die Gesundheit der Bevölkerung nicht nur aufs Spiel setzen, sondern massiv geschädigt haben. Und ich will es nochmal betonen, sie haben die Kinder ins Messer dieser Impfung oder dieser Gentherapie gestoßen. Kinder haben 0,0 Probleme mit Covid-19. Es sind eine Handvoll Kinder gestorben, das waren alles schwerstkranke, im Endstadium befindliche Kinder. Die gesunden Kinder, auch die mit normalen Krankheiten betroffenen Kinder, hatten null Probleme mit Covid-19. Das war sonnenklar gewesen. Und diese Kinder mit dieser Impfung dran zu traktieren, heißt sie zum Beispiel nach der Basler Boosterstudie, sie einem 3%igen Risiko auszusetzen, dass Herzzellen nach der Impfung geschädigt werden. Übrigens hat mir jetzt auch ein Kollege nochmal geschrieben zu dieser Basler Boosterimpfung. Hat sich das nochmal genau angeguckt. Die haben die Blutabnahme erst so ein paar Tage nach der Impfung gemacht. Ja, also vielleicht wäre die 3% nochmal ganz anders ausgefallen, hätten sie vielleicht in den ersten 24 Stunden nach der Impfung. Die hatten die Troponinwerte, glaube ich, damals gemessen. Die Troponinwerte bestimmt. Und es gab ja bildgebende Verfahren, ich glaube, da hatten wir vor einem halben Jahr auch schon mal drüber gesprochen, da hat man ja gesehen, dass eigentlich bei fast allen, die Impfung hatten, da gab es so eine Studie auch mit bildgebenden Verfahren, wo man das retrospektiv machen konnte bei Leuten, die man ohnehin über bildgebende Verfahren untersucht hat. Und da hat man bei eigentlich allen Geimpften hat man Veränderungen im Herzgewebe gesehen, ganz unmittelbar nach der Impfung. Also diese Troponinwerte waren erhöht, aber das sagt noch lange nicht aus, dass man damit wirklich umfänglich erfasst hat, wie hoch das Risiko tatsächlich ist. So ist es. Und dann sich hinzustellen und sagen, naja, die paar Troponinwerte. Ja, ja. Nein, wie gesagt, Kinder, die haben noch 70, 80 Jahre Lebenserwartung. Troponinwerte stehen bei den meisten Fällen für zerstörte Herzmuskelzellen. Mhm. Herzmuskelzellen können sich nicht regenerieren. Ja. Das heißt, die Kinder haben dann eine Narbe am Herzen und das kann eben über 70, 80 Jahre zur Herzinsuffizienz dann im früheren Alter führen. Und das ist ein Wahnsinn. Ich sage es nochmal, das ist ein medizinischer Zivilisationsbruch, was da passiert ist. Und fassen wir mal zusammen an der Stelle. Es gab keine nationale Tragweite. Es gab in keiner Weise eine Notlage durch Covid-19. Sie wurde politisch aber durchgesetzt. Die Wissenschaft hat mitgespielt, hat sich instrumentalisieren lassen. Mit dem Ziel, meiner Meinung nach, wie ich es beschrieben habe, dann diese Covid-19-Impfkampagne zu fahren, weil die Zulassung wäre niemals erfolgt, wenn die Bevölkerung nicht einen Heiland herbeigesehnt hätte und man akzeptiert hätte, dass man grundlegende Standards der Arzneimittelsicherheit bricht. Und dann hat man gemauert, nachdem man gesehen hat, erwartungsgemäß, dass die Impfnebenwirkungen quasi durch die Decke gehen, und hat die Bevölkerung nicht informiert und sie weiter ins offene Messer rennen lassen. Und das ist eine grundsätzliche Verwerfung zwischen Regierung und Bürgern. Also dass das Vertrauen immer mehr in den Boden gehen wird, dass wir irgendwie verantwortungsvoll, kompetent und im Sinne einer Demokratie auch regiert werden, das wird immer weiter sinken. Und deswegen darf man sich nicht wundern, wenn Leute auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen, bezüglich Ängsten, bezüglich Dingen, die sie jetzt vielleicht bedrohen. Und da sind wir jetzt bei einem Thema angelangt, was ja auch gerade sehr aktuell ist, nämlich beim Thema Blutkonserven. Genau, da gab es ja auch eine neue Studie oder Übersichtsarbeit aus Japan. Das sind sieben Wissenschaftler aus Japan, haben eine Studie herausgebracht. Das war keine eigentliche Studie, sondern es war eher so eine, die haben sich andere Analysen angeguckt, andere Studien angeschaut und die Gefährlichkeit versucht einzuschätzen, wie groß ist eigentlich die Gefahr, wenn geimpfte Personen Blut spenden, wie groß ist die Gefahr für die Empfänger. Das ist ja ein Thema, mit dem wir auch immer wieder konfrontiert wurden über Fragen. Also das ist ja was den Menschen auch wirklich auf der Seele brennt.
Shedding spielt da auch mit rein. Kann ich jemanden oder kann ich als Ungeimpfter, setze ich mich in dem Risiko aus, wenn ich Blut von einem Geimpften erhalte? Jetzt hat man, also mein Standpunkt war immer so ein bisschen, weiß ich, ob das realistisch ist, dass wenn ich darauf angewiesen bin, eine Bluttransfusion zu erhalten, dann bin ich in so einem schlimmen Zustand normalerweise, dass ich sagen würde, da fände ich das Risiko, das wäre jetzt nicht meine größte Sorge, dass ich darüber infiziert wäre. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass man tatsächlich nichts darüber weiß. Man hat es nicht untersucht. Ich habe selber früher viel mit Blutproben, mit Spenderblut gearbeitet, als ich noch im Labor war. Wir haben immer für Forschungszwecke Spenderblut bekommen. Wir haben immunologische Forschungsarbeiten damit gemacht. Das heißt, wir haben aus dem Spenderblut Immunzellen isoliert, haben die bestimmten Tests unterzogen, haben die funktionalen Tests unterzogen. Ich habe damals schon gefragt, als die Impfung aufkam, sind diese Proben eigentlich von geimpften oder nicht geimpften Spendern? Das konnte uns keiner sagen, es wurde nicht festgestellt. Das hat mich als Wissenschaftler damals sehr irritiert, weil ich gesagt habe, ich weiß ja jetzt schon, dass die Impfung was mit dem Immunsystem macht. Irgendwas macht sie ja damit. Wir wissen zumindest, dass es zu einem Lymphozyten, also einem Leukozytenabfall kommt kurz danach. Wir wissen, dass bestimmte Zytokine, also bestimmte Botenstoffe über dieser Blutzellen sich verändern. Wir wissen also, dass es zumindest vorübergehende Veränderungen im Blutbild gibt. Deshalb habe ich aus wissenschaftlicher Sicht damals schon gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, dass jemand, der geimpft wurde, 24 oder 48 Stunden danach zur Blutspende gehen kann, denn so waren die Voraussetzungen, und Blut spenden kann und es wird nicht mal vermerkt, ob er in der letzten Woche geimpft worden ist oder nicht. Und das war so der erste Punkt. Jetzt gab es diese 7 Forscher aus Japan und die haben mal die ganzen unterschiedlichen Aspekte betrachtet, was eigentlich am Blut von Geimpften eigentlich gefährlich sein könnte. Also die haben jetzt keine tatsächlichen neuen Daten generiert, indem sie wirklich das Blut untersucht haben, aber die haben so einiges zusammengetragen aus anderen Studien, zumal es da ja jetzt mittlerweile Erkenntnisse gibt über die Langlebigkeit von Impfbestandteilen, besonders der Langlebigkeit von mRNA, aber auch Spike-Proteinen, wo natürlich die Gefahr im Prinzip da ist, dass diese Bestandteile der Impfstoffe auch in den Blutkonserven, in dem Gespenderblut tatsächlich auf den Empfänger übertragen werden. Wie würdest du die Relevanz deuten? Also wie hoch ist da das Risiko, dass dann tatsächlich Menschen ohne mRNA-Impfung dann Probleme bekommen? Ich meine, es ist ja die Frage, also nehmen die Probleme mit der Zeit dann halt auch ab? Da gab es einen ganz interessanten Fall, das war letztes Jahr im Januar, glaube ich, in Australien. Da war ein Kleinkind, ich glaube, es war noch ein Baby, war schwer herzkrank und brauchte eine dringende Herzoperation. Und die Eltern, beide ungeimpft, haben darauf bestanden, dass das Kind im Notfall nur eine Bluttransfusion von einem ungeimpften Spender empfangen soll. Die Klinik hat sich darauf nicht eingelassen, weil es wurde ja nicht getestet. Und das hat dann dazu geführt, es gab einen ziemlichen Streit, und es hat dazu geführt, dass den Eltern sogar vorübergehend das Sorgerecht für das Kind entzogen wurde, bis die Operation vorüber war. Und dann das Sorgerecht wurde dann auf die Ärzte übertragen. Auch eine schlimme Vorstellung, aber das ist jetzt so, wenn ich in der Situation wäre, ja, und ich hätte jetzt zum Beispiel eine schwere Herzoperation, ich hätte einen Unfall, dann würde ich sagen, würde ich das Risiko natürlich eingehen, ja, das ist klar. Aber das, wie gesagt, entschuldigt nicht, dass man es nicht überprüft hat. Ich halte das Risiko im Prinzip nicht für hoch, aber es ist eigentlich unverantwortlich, dass man es überhaupt nicht überprüft. Man hat ja die Blutproben. Man kann ja schauen, wie lange ist das Spike-Protein da? Wie lange sind die Lipid-Nanopartikel nachweisbar? In welchen Konzentrationen sind sie da? Aber man hat einfach erklärt, 24 Stunden, 48 Stunden nach der Impfung kann man wieder spenden, ohne dass es auch nur eine wissenschaftlich-medizinische Arbeit darüber gab, zu sagen, jetzt ist nichts mehr nachweisbar, jetzt ist keine Gefahr mehr da. Und das ist die eine Sache, ist natürlich der direkte Effekt der Impfstoffe, die möglicherweise sich noch im Blut befinden, oder auch der Spike-Proteine, die sich noch im Blut befinden. Ein anderer Aspekt, den auch die japanischen Wissenschaftler jetzt hervorgehoben haben, ist natürlich, dadurch, dass man geimpft wird mit zum Beispiel mRNA oder Vektorimpfstoffen, verändert sich ja auch das Immunsystem ganz grundsätzlich. Das heißt, man hat möglicherweise, das weiß man mittlerweile, andere Antikörper, die aktiv sind. Man hat zum Beispiel sogenannte IgG4-Antikörper, die so ein bisschen immunsupprimierend sind. Genau. Man hat aber möglicherweise auch Antikörper, die
von dem Geimpften gebildet worden sind, die in gewisser Weise auch eine autoimmunologische, also Deregulation verursachen können. Das heißt, das sind alles Dinge, die man untersuchen müsste, die man überprüfen müsste. Man müsste auch die Empfänger von Blut, diejenigen, die Blut von Geimpften empfangen haben, müsste man eigentlich über die Zeit beobachten und müsste sich anschauen, passiert hier was, kann hier was sein. Also mein Gefühl sagt mir, das Risiko ist wahrscheinlich verglichen mit anderen Risiken vernachlässigbar. Der Geimpfte trägt ein sehr viel größeres Risiko als der, der das Blut des Geimpften empfängt. Aber stark abhängig davon, wie früh nach der Impfung das passiert und wie anfällig auch der Geimpfte natürlich, der Empfänger natürlich ist, weil auch der befindet sich ja in der Regel in einer Notsituation, ja, nach einer OP, nach einem Unfall. Das heißt, auch hier sind einfach Dinge unabwägbar, die müssen eigentlich überprüft werden. Jetzt stellen viele halt die Frage, also wenn sie vor allen Dingen eben eine Wahloperation haben, eine elektive Operation wie ein Hüftgelenksersatz oder sowas oder Herzklappenersatz, ob sie da nicht Eigenblut anlegen könnten. Das hat man ja früher auch öfters mal gemacht. Man hat ja von einem, muss man natürlich schon ein halbes Jahr vorher anfangen, dass man selber sich Blut abnehmen lässt. Das wird dann aufbereitet, dass es dann bei der OP zur Verfügung steht. Das ist halt für Kliniken sehr, sehr aufwendig und viele Kliniken lehnen das inzwischen ab. Weil das muss dann speziell gelagert werden und bürokratisch und sonst was. Also es ist wohl so ein Aufwand, dass es viele Kliniken ablehnen. Das ist eigentlich schade. Mhm. Andererseits muss man auch sagen, dass, glaube ich, heute die Verfahren, das müssen wir mal einen Chirurg fragen, dass man quasi das Blut, was man während einer OP verliert, aber während der Operation aufbereitet wird und dann reinfundiert wird. Also dass diese Technik ist auch schon weiter fortgeschritten, wird auch angewandt und man operiert heute auch wirklich mit deutlich weniger Blutverlust. Also die Techniken sind feiner geworden, also die Notwendigkeit, dass ich heute bei einer Wahlleistungs-OP viel Blut verliere, ist deutlich geringer wie früher. Mhm. Klar, Notfalloperation ist was anderes. Geplatzte Bauchaorte, also das ist ein Blutbad, muss man einfach leider sagen. Aber das ist dann ein Notfall und dann würde ich auch sagen, wie du genau, da ist das Risiko, Schaden durch eine Fremdbluttransfusion, jemand, der die Covid-Impfung hatte, steht ja in keinem Verhältnis zu dem. Genau, also man darf den Leuten auch keine Angst machen. Also ich würde jedem, der eine Bluttransfusion benötigt, auf jeden Fall dazu raten, auch wenn man den Test jetzt nicht hat und nicht genau weiß, woher das Blut stammt oder ob es ein Gift ist, nicht. Das Risiko, es nicht zu machen, aus den Gründen, ist unvergleichbar größer als das Risiko, das man wahrscheinlich in Kauf nehmen muss, weil möglicherweise da noch Spike-Proteine drin sind. Ich meine, was die Spike-Proteine betrifft, da gibt es ja jetzt auch ein paar neue Studien. Das ist wirklich interessant. Das zeichnet sich immer mehr ab, dass das, was uns, ich habe es neulich wieder gelesen, am Anfang erzählt worden ist, ja, also die mRNA so ein, zwei Tage da und die Proteine auch nicht viel länger. Das ist ja das Stand der Wissenschaft gewesen, als man die Impfungen eingeführt hat. Das ist erstaunlich. Also, hat wahrscheinlich auch ein Militär angeordnet, das zu sagen. Ja, wunderbar. Also ein halbes Jahr ist überhaupt kein Problem. Also wir wissen es mittlerweile, ein halbes Jahr nach der Impfung sind die Impfspikes noch nachweisbar, zumindest in jedem zweiten Geimpften, zumindest im Blut. Wir wissen nicht, wo sie sonst noch so sind. Es gibt möglicherweise noch, jetzt ist ein neues Reservoir entdeckt worden, auch wiederum bei geimpften Personen. Da gab es eine interessante Studie, die haben sich das Blut angeschaut von bestimmten geimpften Personen und hier ganz besonders von den geimpften Personen, die Post-Vax-Symptome entwickelt haben. Also die typischen Long-Covid-ähnlichen Post-Vax-Symptome mit Chronic-Fatigue-Syndrom und anderes entwickelt haben. Und die haben festgestellt, dass gerade in den Patienten, die diese Symptome hatten, dass dort besonders viele Spike-Proteine nachweisbar waren. Also da gab es auch schon frühe Studien, die so eine Korrelation gesehen haben, dass also diese zirkulierenden Spikes im Blut wahrscheinlich zusammenhängen, möglicherweise mit diesen Symptomen, möglicherweise mit chronischen oder kardiovaskulären Erkrankungen. Und die haben jetzt ein neues Reservoir entdeckt. Das war ganz interessant. Da gibt es diese Immunzellen, die man auch Fresszellen nennt. Monozyten sind das, die überall durch meinen Körper zirkulieren die ganze Zeit und alles auffressen, was sie so finden. Und gerade in denen hat man eine Anreicherung von diesen Spike-Proteinen gefunden. Mhm. Und zwar gemessen bis 245 Tage nach der Impfung
waren da noch Spike-Proteine von der Impfung da. Und dass die von der Impfung waren, konnte man ganz eindeutig feststellen. Die haben sie nämlich mit massenspektrometrischen Tests überprüft. Das sind also ganz sensible Tests, mit denen man eindeutig unterscheiden kann, kommt dieses Protein, dieses Spike von einer Virusinfektion oder kommt sie von der Impfung her. Und sie kamen von der Impfung und sie waren bei denen vorhanden, die die Symptome, die Postwachsymptome hatten. Was, wenn in Monozyten, also Fresszellen, Spike-Proteine sind, was könnten die dann dort machen? Also erstmal muss man überlegen, warum sind die drin? Ja, das kann natürlich auf der einen Seite, die Ursache könnte darin liegen, dass man generell noch mehr Spike-Proteine im System hat, dass die irgendwo noch produziert werden wahrscheinlich. Das ist auch eine interessante Frage, können wir mal darüber diskutieren, warum es die eigentlich nach 245 Tagen oder nach 180 Tagen überhaupt noch gibt. Sollte ja eigentlich nicht so weit, sollte eigentlich nicht passieren. Es könnte also sein, dass wenn Monozyten die irgendwie in sich tragen, dass sie die irgendwo gefressen haben, irgendwo aufgenommen haben. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, die auch in dieser Studie jetzt spekuliert wird oder vorgeschlagen wird. Was man festgestellt hat, war, dass die Überlebensrate von diesen Spike-tragenden Monozyten etwas höher war. Die haben etwas länger gelebt. Das hängt möglicherweise zusammen mit einer gewissen Wirkung der Spike-Proteine auf die Lebenserwartung, auf bestimmte Selbstmordantigene, die es in diesen Zellen gibt. Das wird jetzt sehr kompliziert, aber es kann sein, dass die Spike-Proteine an sich die Lebenserwartung von infizierten Monozyten erhöht und wir deshalb mehr Monozyten finden, die lange leben und dieses Spike in sich tragen. Für die Monozyten ist das jetzt entscheidend. Monozyten gehören zu den Zellen, die so an der Basis der Immunantwort stehen. Die in Monozyten oder Makrophagen dann eigentlich, das sind die Zellen, die sich aus den Monozyten entwickeln, die entscheiden so ein bisschen, in welche Richtung mein Immunsystem geht. Mhm. Wird es eher eine entzündliche Reaktion oder wird eine Entzündung eher zurückreguliert? Und die machen das über bestimmte Botenstoffe, die sie aussenden. Und dann hat man festgestellt, dass diese Spike-tragenden oder diese mit Spike-infizierten Monozyten ein besonderes Profil hatten. Also die haben mehr von diesen inflammatorischen Zytokinen, also von diesen Botenstoffen, die Entzündungen anregen, produziert. Das heißt, die haben insgesamt so ein entzündliches Milieu geschaffen. Und das ist ja etwas, was wir bei Long-Covid, aber auch bei Post-Vac ja, beobachten in den Studien, dass wir hier immer so eine Art chronische Hyperinflammation haben. Also das ist hier ein Zusammenhang, der möglicherweise solche Phänomene Long-Covid oder halt Post-Vac, das würde dazu ganz gut passen. Genau, das ist, was der Pathologe Mörz in Dresden ja gesehen hat, diese Spike-Proteine in fast jedem Körperzellen, jede Organzellen hat er sie gefunden und es war immer verbunden auch mit der Entzündungsreaktion, die eben ja auch tödlich sein kann. Genau, beim Thema Long-Covid, also das bezweifle ich ja definitiv, hier wird was umetikettiert. Es fehlt nach wie vor die solide Untersuchung der sogenannten Long-Covid-Fälle, wie viel davon waren denn eigentlich geimpft, wie viel nicht? Also das würde dann deutlich mal Licht ins Dunkel bringen. Ach ja, Umetikettierung, das passt. Neue Meldung aus der Ärztezeitung, also das Organ der Ärzteschaft. Zweithäufigste Todesursache 2021, Covid-19. Also ich frage mich, wie hoch eigentlich oder wie niedrig die Schamgrenze zur offenen Lügen hier eigentlich noch ist. Also ein einfacher Blick auf die Todesursachenstatistik reicht aus. Ja, super, super hoch, Covid-21, Herzinfarkte, Krebserkrankungen, plötzlich sehr niedrig. Ja, das heißt, die haben einfach Herzinfarkte mit einem positiven Test umetikettiert. Vielleicht hat man gar nicht mal einen Test gemacht, hat einfach gesagt, war neben einem Covid-Patienten gelegen. Ist. Also das ist also ganz offene Täuschung des Organs, der Ärzteschaft. Ja? Ich meine, dass halt die Ärzte, zumindest die offiziellen Verbände, da nicht aufbegehren, ist eine weitere Schande. Ja? Ist halt so, sie haben wirklich versagt in der Covid-Krise. Haben ja gesehen, dass es offensichtlich militärische, politische Befehle gab. Hat man dann gekuscht? Ja, es gab doch sogar zwei ICD-10-Codes, glaube ich, für. Es gab es nicht einen Covid-19
mit positiven Test und Covid-19 ohne positiven Test. Das heißt, selbst hier wurde ja oftmals die Covid-19-Erkrankung ursächlich für den Tod herangezogen, selbst wenn der Test negativ war, aber man einfach nur gesagt hat, ja, wahrscheinlich hat das irgendwie gehabt. Selbst dafür gab es einen ICD-10-Code. Und es ist einfach schamlos und wie man versucht, das alles irgendwie zu rechtfertigen. Aber wie gesagt, am Anfang unserer Sendung haben wir ja gesagt, es gibt eben diese wirklich tollen Leute, die mit wenigen Ressourcen es dennoch schaffen, die Dinge freizuklagen, die Wirklichkeit hochzuholen, und da wird das alles zusammengebrechen als Lügengebäude. Covid-19 ist natürlich für einzelne Personen eine schwere Erkrankung, das ist überhaupt keine Frage. Eine schwere Influenza kann auch Menschen umbringen. Und wir haben schon hier dutzendfach darüber gesprochen, dass bei normalen Menschen, also die nicht schwer krank sind, die Schleimhautgrenze das Ganze locker abwehrt. Und bei wenigen Menschen, meistens eben alte Menschen mit einem schlechten Immunsystem oder die halt schwerst krank sind, dann die Schleimhautgrenze durchbrochen wird und dann eine solche Virusinfektion, Atemwegsinfektion, dann systemisch wird. Also dann wirklich auch Organe angreifen kann, Gefäßschäden setzen kann. Aber dass das die große, große Ausnahme ist und dass im Gegensatz dazu eben die Covid-19-Impfung diese Schleimhautgrenze quasi weggewischt hat, indem man einfach diese gefährlichen Virenbestandteile oder das Rezept, diese zu produzieren, direkt in die Muskulatur und damit ins lymphatische System gebracht hat. Das alles ist ein riesen Lügengebäude. Sie machen alle noch mit und die Ärzteverbände und die Fachgesellschaften kuschen, haben Schiss, meinen immer noch, sie können sich nicht aus der Deckung wagen, irgendwann wird es kommen. Also das Thema Long-Covid ist ja aus verschiedener Hinsicht interessant. Zum einen, wir haben ja eine Long-Covid-Forschung, aber wir haben ja keine Post-Vac-Forschung. Die gibt es ja einfach nicht. Ja. Das hat ja das Bundesministerium für Gesundheit erklärt und auch unser geschätzter Gesundheitsminister Lauterbach. Es ist nicht notwendig, eine Post-Vac-Forschung, weil die Symptome sind die gleichen. Insofern, das hat er ja wörtlich gesagt, Lauterbach hat wörtlich gesagt, die wenigen Post-Vac-Fälle, die es gibt, die würden ja auch von der Long-Covid-Forschung profitieren. Ich glaube, profitiert von der Cannabis-Freigabe, kann das sein? Ja. Natürlich ist das schamlos und es ist natürlich eine unglaubliche Sauerei, das so zu machen. Aber tatsächlich, in einem Punkt hat er recht, die Post-Vac-Forschung muss auch von der Long-Covid-Forschung profitieren, weil das die einzige Möglichkeit momentan ist, an Studien ranzukommen oder Studienergebnisse zu erhalten, die uns hier auch über Pathomechanismen, die in einer Long-Covid-Erkrankung zugrunde liegen, näher zu kommen. Also was du sagst, postvirales Syndrom ist natürlich richtig. Viele Long-Covid-Erkrankungen sind vergleichbar, auch von der Inzidenz her vergleichbar mit dem, was man auch bei Influenza und anderen respiratorischen Infekten hat, aber es gibt natürlich trotzdem auch Fälle, die relativ spezifisch sind. Ja, also es gibt natürlich, wir hatten es ja eben vom Spike-Protein schon gesprochen, wir wissen, dass Spike-Protein zum Beispiel hat eine gewisse Toxizität, da gibt es bestimmte Mechanismen, die hier eine Rolle spielen, und auch was die immunologischen Folgen betrifft, gibt es hier bestimmte Effekte, und die kommen oftmals jetzt raus, die entdecken wir über Studien, die eigentlich Long-Covid untersuchen und wo wir dann im Nachhinein sehen, Moment mal, wenn die Ursache jetzt hier aber zum Beispiel das Spike-Protein ist, was ist dann mit dem Spike-Protein, was durch die Impfung geht. Und das ist das, wo ich mir denke, da wird auch die Long-Covid-Forschung, die ja super gepolstert ist finanziell, wird uns hier näher ranbringen an die Aufklärung von tatsächlen Post-Vac-Folgen. Das ist wie Al Capone, ja, in Chicago, wann war das? 30er Jahre. Ja, ein schlimmer Mörder und Krimineller, den hat man nie wegen Mord dran gekriegt, sondern schließt dann wegen Steuerhinterziehung. Ja. Das ist natürlich alles irre und das ist wirklich total verquert. Natürlich wird die Long-Covid-Forschung da wichtige Erkenntnisse liefern. Aber nochmal auch zum Dutzendfach hier schon gesagt, Long-Covid ist das klassische postvirale Syndrom, was wir von Influenza kennen, von Epstein-Barr-Virus, von vielen Viruserkrankungen. Das ist diese rätselhafte Chronik-Fatigue, dieses absolute Erschöpfungssyndrom, das hat nichts zu tun mit depressiver Verstimmung, Motivationsverlust oder irgendwie Schlafstörungen, sondern das sind Menschen, die werden komplett aus ihrem Leben rausgerissen, die haben keine Kraft mehr, die können sich teilweise ihr Tagwerk nicht mehr selber vollbringen, die müssen beim Anziehen teilweise, brauchen die teilweise Hilfe, die sind komplett rausgerissen aus ihrem Leben. Diese Menschen gibt es, die gab es nach Grippe, nach Influenza, und die Medizin hat leider für diese Menschen keine Hilfe, keine wirkliche Lösung. Das ist ein Problem, aber das war nie ein Massenproblem.
Genau das gibt es eben auch bei Covid-19 auch. Die anderen Symptomatiken, die vor allen Dingen Spike-induziert sind, die dürften mit Covid-19 selber hoch, also bis auf wenige Ausnahmen, wirklich wenig zu tun haben. Das kann nur über die Impfung erklärt werden, in dieser massenweise Ausprägung. Ja, das denke ich auch. Also aber ich habe es jetzt gerade, neulich eine Bekannte getroffen, die nach ihrer vierten Impfung Covid bekommen hat, Covid-19, und dann 6 Wochen lang da niederlag, ja, ganz schwer erwischt. Ich denke, hier gibt es auch Zusammenhänge. Also das wird getriggert. Genau, das denke ich auch. Und hier könnte man mal, da gab es nämlich jetzt auch eine neue interessante Studie aus den USA, ich glaube Washington, ich bin mir nicht ganz sicher, die haben gezeigt, wir haben ja dieses Phänomen dieser immunologischen Prägung. Ja? Das heißt, wenn man geimpft ist, hat man ein anderes Immunsystem. Man hat ein anderes Immunsystem, was eingestellt ist auf diese Spike-Proteine, diese ursprünglichen Spike-Proteine. Und das macht einen im Endeffekt möglicherweise deutlich anfälliger für eine schwerwiegende immunologische Original Antigenic Sin oder antigenische Erbsünde nennt man das im Deutschen genau, auch. Genau. Also diese immunologische Prägung. Und die ja auch sogar auf der Homepage vom Paul-Ehrlich-Institut gestanden ist und immer runtergenommen worden ist als mögliche Problematiken, generell nach Impfung. Das ist generell ein Impfungsproblem. Also ganz klar, das heißt, wenn ich sage, das kommt nicht von Covid-19, ich muss quasi das Immunsystem erstmal schädigen oder es muss geschädigt sein, bevor Covid-19 tatsächlich diese Spikes, diese unvielfältigen auch Gefäßschäden und sowas verursachen kann. Und das ist eben bei 99% der Bevölkerung nicht der Fall, weil das Immunsystem einfach die Viren locker abwehrt. Normalerweise ja. Ja. Und deswegen ist natürlich, wenn jemand nach Covid-19 dann lange nicht gesundet, lange Probleme hat, nicht auf die Beine kommt, da wäre halt die Studie notwendig zu wissen, wie viele davon hatten eine mRNA-Impfung, wie viele nicht. Ja, und das wird grundsätzlich nicht gemacht. Also es gibt ja, ich lese ja wirklich viele von diesen ganzen Long-Covid-Studien, POTS oder was auch alles identifiziert wird. Und es wird grundsätzlich in den meisten Studien überhaupt nicht abgefragt, ob die Menschen überhaupt geimpft waren, wann sie geimpft waren, mit was, wie oft. Das sind eigentlich ganz entscheidende Faktoren. Nur wenn wir das wissen, können wir tatsächlich uns ein Bild über diese Komplexität der unterschiedlichen Erkrankungen im Zusammenhang mit multiplen Infektionen und vor allem im Zusammenhang mit multiplen Impfrunden, das ist einfach nicht anders darstellbar, als wenn wir das wirklich diese ganzen Faktoren auch im zeitlichen Zusammenhang aufdröseln. Nur dann können wir es erkennen, wie es zusammenhängt. Das macht man aber nicht, ganz bewusst nicht, weil man dieses Long-Covid-Syndrom als Exit-Strategie obendrauf legt, sodass es allen Ärzten und allen Verantwortlichen ermöglicht zu sagen, es ist wirklich eine schwere Krankheit. Ja? Die Infektionsraten sind so hoch gewesen, dass jetzt 10% der Leute alle darunter leiden, dass sie dieses schreckliche Virus hatten. Ja. Man muss es halt als Teil des Ganzen sehen, weil normalerweise würde man ja sagen, ja, warum wird das jetzt nicht untersucht? Das wäre ja auch ein tolles Forschungsfeld und überhaupt. Aber diese ganze Covid-Krise ist ja Teil eines größeren Problems, ja, dass wir also generell eine Entwicklung haben, weg von der Demokratie hin zu künstlichen Märkten, wo irgendwelche Finanzmonopole sich austoben können mit Produkten, die kein Mensch braucht, die dann aber politisch quasi durchgesetzt werden, teilweise per Gesetz. Elektroautos sehe ich genauso unter dem Aspekt. Ja. Das sind nette Zweitautos für die Stadt. Aber bitte, jemand, der zur Arbeit fahren muss, über längere Strecke, sich muss auf Elektro verlassen, na super. Ja, und braucht man nicht drüber reden, wo die entsprechenden Stoffe für die Batterie herkommen. Kinderarbeit in Südamerika und so weiter und so fort. Entsorgung der Batterie. Also das ist jetzt ein Thema, wo zum Beispiel auch völlig irrational darüber diskutiert wird, um irgendwelche Fremdinteressen durchzusetzen. Die Medien hat man halt entsprechend hier unter Kontrolle durch entsprechende Geldflüsse, die da ja stattfinden. Und insofern ist Covid ja nur ein Symptom einer Entwicklung, die ja Sorgen macht und die ja auch die Kritiker ja unterdrücken muss, weil es liegt ja so auf der Hand, dass das alles falsch ist und dass das nicht einer offenen demokratischen Gesellschaft entspricht, so vorzugehen bei Problemen, sondern in einer offenen Gesellschaft werden Probleme diskutiert und da wird die beste Lösung, wird drüber gestritten und dann kommt man eben auch zu einer guten Lösung. Ja, so war es mal. Ja? So war es mal, ja. Und das ist ja eben genau so, wie es nicht mehr läuft. Und dann wird eben gesagt, und das ist ja, wenn ich da zum Beispiel den Haldewang, der hat auch sowas vor sich gelassen, der unseren Bundesverfassungsschutzpräsident, der ja eigentlich, das ist ja immer mehr ein Regierungsschutz.
ja, ist ein Inlandsgeheimdienst, der gegen politische Gegner eingesetzt wird. Das muss man sich überlegen, wo man eigentlich. Ja, ja. Ist das, unterhalb ist das, der Strafbarkeitsgrenze, ja, wenn ich jetzt was sage, was unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist, dann ist es ein Fall für Verfassungsschutz. Ja. Wo sind wir denn? Ja, und das heißt, dieser ganze Demokratiebegriff wird ja völlig umgedeutet. Ja. Demokratie ist ja nicht mehr das, dass der Bürger der Souverän ist, dass er frei seine Meinung äußern darf, dass er die Regierung kritisieren darf und dass er sie abwählen darf, sondern Demokratie wird ja immer mehr definiert als Schutz der demokratischen Institutionen vor Kritikern. Ja, genau. Genau. Also das ist ja irre, das ist ja ein quasi totalitärer, ein diktatorischer Begriff von Demokratie, das heißt die Perversion von Demokratie, und das sehen wir ja gerade. Es ist ja, das läuft vor unser allen Augen ab. Die Leute erkennen es noch nicht in genügendem Maße, weil sie sich halt noch täuschen lassen, weil man ihnen vorgaukelt, wenn sie da mitmachen, dann kämpfen sie immer noch gegen Hitler, können jetzt endlich mal zeigen, dass sie die Schuld ihrer Großeltern tilgen. Aber nein, sie tun es nicht, sie quasi demonstrieren ja für die Regierung, damit deren Fehler und katastrophalen Fehlentscheidungen nicht in die Öffentlichkeit gelangen, das Problem. Und deswegen, das muss man, glaube ich, als übergeordnete Sache sehen, weil sonst versteht man ja nicht, dass diese offensichtlichen Fehlinformationen bei Covid-19 zur Impfung, dass das alles noch unterdrückt wird. Ja, das Stichwort Fehlinformationen finde ich da interessant, weil jetzt auch im Zuge von diesen ganzen RKI-Files und Leaks und was man alles so hört, haben wir ja jetzt erfahren in der vergangenen Woche, dass auch Fakten, also die nicht Fehlinformationen sind, also Wahrheit, kann auch Fake News sein. Ja? Das ist ja das, was die Grünen jetzt erklärt haben, ganz im Sinne von Herrn Haldenwang auch. Also die Grüne, ich habe ihren Namen zu Recht vergessen, erklärt uns öffentlich, wenn ein Fakt, ja, der unbestritten ist, wie zum Beispiel jetzt die RKI-Files oder diese Taurus-Abhörgeschichte, wenn sie dazu dient, Dissens, ja, in der Bevölkerung oder Debatten in der Bevölkerung auszulösen, müsse man sie behandeln oder ansehen als Fake News. Also die Wahrheit ist Fake News, wenn es den Grünen nicht passt. Das heißt aber umgekehrt, und das ist das, was wir in den letzten 4 Jahren ja auch beobachten, Fake News können zur Wahrheit werden, wenn es den Grünen passt oder der Regierung. Genau. Und das ist genau das, was wir drehen. Also ob etwas die Wirklichkeit ist, die Wahrheit ist, hängt nicht mehr davon ab, ob man Argumente dafür hat, sondern es hängt letztlich davon ab, wer die Macht hat. Und das ist, dann sind wir wieder in der voraufklärerischen Zeit, Recht hat, wer die Macht hat. Ja. War früher der Herrscher, war früher die Kirche und jetzt ist es die Regierung. Und das ist wirklich Orwell. Das ist also, das ist quasi Frieden ist Krieg, Krieg ist Frieden und Demokratie ist Diktatur ist Demokratie. Also es ist schon irre und es ist einfach so wichtig, dass eben Leute wie eben Paul Schreier, wie Tom Lausen, wie auch Ida einfach dagegen angehen. Und ich habe da die Hoffnung bei weiteren noch nicht aufgegeben. Und wie gesagt, der Rechtsstaat zuckt ja zum Teil auch. Ja. Und da gibt es jetzt eine schöne Neuheit, Nachricht. Genau, wir sind jetzt zugelassen. Wir sind zugelassen, genau. Seit ein paar Tagen sind wir jetzt offiziell Liste 13 in Heidelberg wählen. Ja, also IDA, Initiative für Demokratie und Aufklärung. Die Liste 13. Auf Liste 13, also Unglück für die anderen, würde ich sagen, nicht für uns. Man kann uns wählen am 9. Juni und es wurde auch schon in der Zeitung darüber berichtet, dass wir jetzt zur Wahl stehen, ja, sodass wir die 13. Partei sind hier in Heidelberg. Muss man sich mal vorstellen, die 13., die möglicherweise in den Gemeinderat einziehen. Genau, also man kann uns jetzt also wählen. Also liebe Heidelberger, wenn ihr die Wirklichkeit wählen wollt, wenn ihr endlich mal echte Debatten im Gemeinderat wollt und nicht nur Parteien, die kuschen vom linksgrünen Zeitgeist und die Angst haben vom Rechtsframing und dass sie dann diffamiert werden, sondern wirklich Leute, die angstfrei die Probleme ansprechen, dann alle stimmen für IDA. Rechtsframing. Haben wir ja von vornherein gesagt, war uns ja auch klar, natürlich werden wir auch rechts geframed. Das ist ja das, kennen wir seit ein paar Jahren, sobald man hier den Mund aufmacht und was gegen die Regierung sagt, ist man rechts. Also auch wir wurden jetzt in der Zeitung benannt, wie hieß das, die Impfgegner, die der AfD nahestehen. Genau, wir stehen jetzt der AfD nahe. Ich meine, das ist natürlich eine Sache, die seit ein paar Jahren funktioniert, muss man sagen. Das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen deutschlandspezifisch. Das ist einfach die Schuld, die dieses Land verspürt nach dieser Katastrophe im Zweiten Weltkrieg, nach dieser bestialischen Diktatur auf deutschem Boden, Nazi-Diktatur, irgendwie alles zu tun, dass es das nicht mehr gibt.
Und es reicht dann irgendjemand als rechts, das ist ja in der heutigen Bedeutung rechtsextrem, eigentlich Nazi. Wenn ich sage, du bist rechts, sage ich eigentlich, meine ich damit, du bist Nazi. Dass keiner irgendwie den Hauch verspüren möchte, irgendwie in die Nähe von Nazis gerückt werden zu wollen. Und deswegen kann man heute nach wie vor Leute als rechts bezeichnen, als Nazi, um sie damit mundtot zu machen. Und es wird ja ganz offen gefordert, dass Leute, die mal als rechts brandmarkt, dass die aus Vereinen ausgeschlossen werden sollen, dass sie ihren Job verlieren sollen und so weiter und so fort. Die AfD, ja, die muss man nicht mögen, aber sie ist eine demokratisch gewählte Partei. Wir sind Demokraten. Demokraten heißt, man spricht mit anderen Demokraten, man streitet mit denen, man stellt sie inhaltlich. Ja, aber man verbietet sie nicht, man schmeißt sie nicht aus Vereinen raus und man fordert auch nicht Arbeitgeber auf, sie zu entlassen. Das ist hochgradig undemokratisch, das ist totalitär. Und allein, dass wir das ablehnen, sondern wir sagen, Demokraten reden miteinander und man stellt sie mit Argumenten, rückt uns in die Nähe der AfD. Nur, genau, also eigentlich, es reicht die Tatsache, dass wir uns nicht öffentlich von der AfD distanzieren den ganzen Tag und sagen, die AfD sind alle Nazis, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Irgendwie so ein Fuck AfD obendrauf. Also, ja, weil wir das nicht machen, sondern weil wir sagen, wir müssen mit allen Menschen reden, also selbst mit den Grünen reden, wenn es nötig ist. Das reicht alleine, dass wir sagen, wir sind AfD-nah und das führt zu dem Reflex bei vielen Leuten, dass man sagt, oh, ich geht, auch aus Angst, ja, dass man auf keinen Fall was mit denen zu tun haben will, weil die könnten ja, AfD-nah, das ist so ein Stempel, da will ich auf gar keinen Fall. Und darum geht es ja. Es geht ja darum, ja. Und ich muss ich wirklich nochmal die RNZ erwähnen, die Rhein-Neckar-Zeitung, die gegründet wurden von Theodor Heuss, ja, gerade eben, um für Meinungsvielfalt einzutreten, gerade eben, um diese Einheitsmeinung im Dritten Reich zu verhindern, um demokratisch zu streiten. Ja? Und genau die RNZ macht diese Taktik, die ja von der Regierung ja schon unter Merkel ja gelaufen ist, die Kritiker, die mit wirklich guten, substanziellen Argumenten kommen, in diese Nazi-Ecke zu stellen, damit quasi jeder Angst vor Kontaktschuld hat. Genau. Oh Gott, dann, vielleicht sagt er doch was Gutes, aber trotzdem will ich mit dem nichts zu tun haben. Ja? Oder gehe mit dem nicht auf eine Bühne. Oder möchte nicht mit dem in der Öffentlichkeit gesehen werden. Und das ist ja quasi die Taktik, die man macht, um vom eigenen Versagen abzulenken. Ja. Und es wird einfach Zeit und das glaube ich, zeichnet uns aus. Wir haben davor keine Angst. Wir haben davor keine Angst. Wir werden vielleicht auch dann mal in öffentliche Diskussionen kommen mit den anderen Parteien zusammen. Vielleicht können sie es irgendwann nicht mehr vermeiden. Da bin ich mal gespannt. Und dann werde ich die vor der Kanne darauf ansprechen. Ja. Ich werde sagen, Leute, was bildet ihr euch eigentlich ein? Ja, ich meine, da rennt ihr alle zu den Jubiläen, Reichskristallnacht und sonst was. Ja, es darf nie wieder passieren. Und was macht ihr? Ihr benutzt ja das Ansehen der Opfer dieses bestialischen Systems, Nazi-Systems, ja, um politische Gegner zu diskreditieren. Das ist eine Frage. Ja, ich frage mich eigentlich, wer, was hier eigentlich faschistoid ist. Ja, und hört jetzt damit mal auf, schämt euch. Ja, und ich glaube, das ist notwendig, das mal offensiv so in der Öffentlichkeit zu sagen, weil viele dann, wenn sie als rechts bezeichnet werden, obwohl sie die offensten Leute sind, die positivsten Vertreter einer offenen Gesellschaft, nur halt was gegen Windräder haben im Wald. Ja? Dass die Leute dann in so einen Rechtfertigungsdruck glauben, gehen zu müssen. Ja, ich bin doch aber für offene Gesellschaft und so weiter. Nein, ich greife die dann an, die mich als rechts bezeichnen, weil ich finde das eine unfassbare Anmaßung. Ich bin mal gespannt, ob es dazu kommen wird, weil ich denke schon, dass man Angst hat vor der inhaltlichen Auseinandersetzung mit uns. Natürlich, rechts. Kennst du ja auch, ich kenne das seit drei, vier Jahren, dass man sich inhaltlich mit mir überhaupt nicht auseinandersetzt, sondern dass man mich einfach nur in die radikalen Schublade steckt, rechtsradikal, ohne dass es dafür auch nur einen Beweis oder auch nur ein Anzeichen gibt. Und ich denke, das wird man jetzt auch im Wahlkampf versuchen. Man wird uns in die AfD-Schublade schieben, um jede inhaltliche Auseinandersetzung mit uns zu unterbinden. Das ist ja letztlich auch der Grund, warum wir in den Gemeinderat gehen, weil sie können sich dem nicht mehr entziehen. Wir werden da sein, wir werden im Gemeinderat die Menschen, die anderen Gemeinderäte stetig darauf hinweisen, dass wir inhaltlich die bessere Position haben. Wer andere Leute unterdrückt, wer anderen Leuten den Mund verbieten will, der hat keine Argumente. Mit Argumenten können sie sich gegen uns nicht behaupten. Und du hast es gerade ganz wunderbar gesagt, wenn die bürgerlichen und die liberalen Kräfte und auch die sozialdemokratischen Kräfte sich aus Angst nicht diesem,
diesen Irrsinn unterworfen hätten. Sie haben sich jetzt jahrzehnteweise nicht getraut, dagegen anzugehen. Auch eben, gerade auch in kleinen Einheiten wie einem Gemeinderat. Und weil sie da einfach zu feige waren, weil sie Angst hatten vor diesem Rechtsframing, haben sie versagt. Ja, sie haben diese Politik quasi unterstützt und deswegen gibt es IDA. Und wir werden das ändern. Wir werden das ändern. Es wird spannend. Ja. Wir freuen uns drauf. Bis nächste Mal. Nächsten Mittwoch sehen wir uns wieder zu einer neuen Ausgabe der IDA-Sprechstunde. Ja, mit Kai Klapproth. Und Dr. Gunter Frank. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke und tschüss.